Hätte ich nicht vor 5 Jahren gedacht, dass er heute hier stehen würde. Ich sage hier ganz offen, ich hätte es letzte Woche noch nicht gedacht. Und hätte mir letzte Woche einer gesagt, dass ich heute hier stünde, dann hätte ich gesagt, geh zum Arzt. Denn wir hatten vor diesem Parteitag, der letzte Woche war, Anträge geschrieben, Unterschriften gesammelt. Junge Kandidaten haben protestiert. Der Online-Beirat der SPD hat sein Bestes gegeben. Wir haben wissenschaftliche Gutachten aus unseren Anhörungen inklusive des wissenschaftlichen Dienstes bis hin zum Max-Planck-Institut für internationales Recht verschickt. Es war, liebe SPD, letzten Samstag 5 vor 12. Man hätte in der Hand gehabt, das Gesetz zu stoppen, aber man wollte nicht. Man wollte es durchziehen und man hat begründet auf dem Parteitag, warum wir es nicht diskutieren wollen, das sei medial unerwünscht. Ich weiß nur nicht, lieber Franz, ob es heute ein medial erwünschter ist. Aber heute ist es nicht mehr 5 vor 12, heute ist es leider 5 nach 12. Es ist zu spät. Meine Partei, der ich über 38 Jahre angehöre, hat die Büchse der Pandora geöffnet. Sie ist auf Schäuble hereingefallen. Ich verstehe es nicht. Sie ermöglicht die technische Einrichtung einer stets missbrauchbaren Internetüberwachungsstruktur. Ich hätte mir das nie träumen lassen und bitte auch um Verständnis, wenn ich meinen Text vorlese, denn mir würden die Emotionen durchgehen, wenn ich dies nicht tue. Es wird getan, dies unter dem Vorwand der Bekämpfung des Missbrauchs von Kindern. Das ist, liebe Frau von der Leyen, Herr Schäuble, Herr Müntefering, schlicht gelogen. Der Bundesregierung liegen hier nicht einmal, wie Sie in vielen Anfragen von mir und dankenswerterweise letzte Woche auch nochmals zuletzt auf eine Anfrage von der FDP gestehen musste, keinerlei Erkenntnisse vor. Und als die Justizministerin gefragt wurde, was ein Browser ist, dann hat sie gesagt, das wissen Sie nicht, was war denn das nochmals? Ich sage dies deshalb, weil das eine Ministerin und eine Bundesregierung ist, die das Internet regulieren und zensieren will. Oma Pacholske muss nicht wissen, was ein Browser ist. Aber wenn es die Justizministerin nicht weiß, aus deren Haus ganz wesentlich dieses Gesetz vorbereitet worden ist, dann, liebe Freunde, ist es eine Bedrohung von Demokratie und Freiheit, weil es zeigt, die, die Gesetze machen in dieser Regierung, haben keine Ahnung, von was sie reden, liebe Freunde. Man weiß nicht, was man tut. Man will bei Bild nicht in Ungnade fallen. Das war die Begründung, wie gesagt, medial nicht vermittelbar. Und stellt euch vor, was in den Zeitungen steht. Es wird überhaupt nicht registriert, dass 134.000 eine Petition verabschiedet. Und liebe Freunde und lieber Franz, wie gesagt, wenn so gearbeitet wird, dann ist der Tag nicht mehr weit, wo ein Demagoge, wenn er auftritt, im richtigen Gewand daherkommt, einmal das Parlament wieder als Quasselbude bezeichnen kann. Und das müssen wir verhindern. Das wäre das Ende von Demokratie und Freiheit in Deutschland, für die einige Schritte heute vorbereitet worden sind. Ich sage dies aber auch ausdrücklich, weil ich Juso-Fahnen sehe, weil ich grüne Fahnen sehe, weil ich FDP-Fahnen sehe. CDU-Fahnen sehe ich nicht. Die haben sie immer nicht begriffen. Aber wir brauchen Piraten in allen Parteien, liebe Freunde. In allen Parteien brauchen wir Piraten. Wir müssen raus aus unseren Kellern, aus unseren Computern. Wir müssen rein in die Volksparteien. Ich selbst bin bald 56 Jahre alt, fast 40 Jahre Mitglied. Ich warte jetzt aber auf die Internetkompetenz meiner Partei nicht länger. Liebe Freunde, vor 15 Jahren habe ich meinen ersten Aufsatz geschrieben, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Seither wird es immer mehr zum bürgerrechtsfreien Raum. Ich bin nicht mehr alt genug, um zu warten, bis Erkenntnisse da oben reifen. Aus diesem Grunde verlasse ich heute meine SPD. Das fällt mir
Das fällt mir nicht leicht. Das fällt mir nicht leicht. Das ist, ja, das ist mehr als Herzblut, was da dahinter steckt. Das sind Beziehungen, das sind Freundschaften. Das ist meine Frau letztlich, die ich da kennengelernt habe. Das ist mehr als ein halbes Leben. Aber wir haben in Baden einen Kabarettisten, der ist Harald Horst. Der hat gesagt, mancher ist nach einem Schlag auf den Kopf aus tiefer Bewusstlosigkeit erwacht. Hoffen wir, dass dieser heutige Tag auch dazu beiträgt, ein paar Parteien aus ihrer Bewusstlosigkeit zu wecken. Das wäre es Erfolg. Und wie ich schon im Bundestag sage, nie kämpft er sich schlecht für Freiheit und Recht. Es ist gut, dass ihr da seid und ich bin stolz darauf, dabei zu sein. Schönen Samstag noch. Wir sehen uns noch am Potsdamer Platz.